ist gewachsen und jetzt habe ich auch einen Manager dabei. Ja, und wir brauchen ein paar andere Sachen. Somit, da die Brücke schon fertig ist, hier ist sie. Werden wir das nächste Stück Land besiedeln. Hast du keinen Straßenanschluss? Habe ich vergessen, was zu verbinden? Ha, da fehlt ein kleines Stück. Die Welt. Na? Na bitte. Ja, jetzt kommt hier noch ein Transportunternehmen hin. Ist ja gar nicht so einfach. Ja, genau. Das Rindvieh. Mit jeder Menge Rinder. Gut, was haben wir hier? Ein Weingut. Oh. Nobelhobel. Okay. Kein Weingut, wie wir es kennen. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ich in Arbeit. Nur kein Stress, bitteschön. So, da legen wir gleich die Straße. Hier hin, nicht, dass ich das vergesse. So. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Bla bla. So, ja, ihr bekommt hier noch ein Transportunternehmen. Das... Hier war ich etwas zu voreilig, aber wir können das ja super verpflanzen. Ja, perfekt. So. Gut. Die Firmenaktien steigen. Na bitte. So, das Transportunternehmen passt. Iridium. Was wollen wir steigern? Soja wurde als erstes gepackt. Hier werde ich mal steigern. Na bitte. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Algen. Wein. Okay. Ja, Wein. Jungs, das Zeug muss wachsen. Das geht nicht so schnell. Kruzifix, hätte ich jetzt gesagt. Gut, was spricht die Stadt?
Ja, schön. Sie ist schon etwas größer geworden. Neuroimplantate. Das war klar. Das heißt, wir schwingen uns schnell hierhin. Ah, die wollen auch so Nobelhobelfutter. Okay. Dann hey, schauen wir. Seitdem du aufgetaucht bist, ist hier gut was los. Mhm. Hey. Ich glaube, hier kann ich schon was Neues besiedeln. Zuerst kümmere ich mich darum. Es geht um unser gemeinsames Projekt. Ja, ist recht. Gut, wie schaut's im Lager aus? Algen fehlen. Warum fehlen denn immer die Algen? Ah, die Korallen meine ich doch. Brauche ich noch eine Korallenfarm? Das kann's ja wohl nicht sein. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja. Korallen. Gut, dann pflanzen wir noch eine Korallenfarm in die Gegend. So. Finden Sie eine Robbenkolonie auf den Eisschollen? 3, okay. Eine Robbenkolonie auf den Eisschollen. Hallo? Wie soll ich die finden? Wie schaut das aus? Auf jeden Fall ist da mal Material für mich. Okay. Wo sind sie? Die Robben. Vor allem auf welchen Eisschollen? Sind das Robben? Ja, ich denke, das schaut so aus. Nur ich kann es nicht greifen. Okay. Vielleicht auf meiner Eisscholle. Ja, der Weg wäre kürzer gewesen. Ach, ich bin ein Esel. Na egal. So. Na bitte. Gut, Neuroimplantate. Da war was mit Neuroimplantaten. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Das war's. Okay, dem fehlen wieder. Dem fehlen wieder diese Dinger da. Okay. Ja. Die werden wo hergestellt? Ah, das braucht das auch. Das ist was mit Fisch, das habe ich mir schon gemerkt. Das ist auch Fisch. Das ist Energy. Ja, bitte, das ist es. Ja, ich kann das nur nicht mehr steigern.
Und ich habe keinen Bergbauplatz mehr. Schöner Wir setzen Waren. Normalerweise keine Gewalt ein. Aber diesmal fordere ich Sie ausdrücklich dazu auf. Okay. Ha! Ich habe eine Robbenkolonie gefunden. So. Sie haben den Auftrag ganz vorzüglich erledigt. Sehr fein. Ich habe gesagt, dass ich sie hier finde. Ich habe einen Auftrag, der ihre Kragenweite haben sollte. Ah. Okay, bei Gelegenheit. Trotzdem brauche ich Bergbauplätze. Da wären ja noch welche. Drei sogar. Okay, wo ist mein Kommandoschiff? Verstanden. So. Ach, das fehlt ja auch noch. Da kann ich ja noch nichts nehmen. Schauen wir mal. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gerne. Ich bin Esther Nieland, leitende Biologin der Arctic Custodians und für den Saatguttresor in diesem Sektor zuständig. Ausgestorbene Arten sind nicht alles, was er enthält. Helfen Sie mir und Sie erhalten exklusiven Zugang. Ja, gerne doch. Cool. Mal reinschauen. Na? So. Oh, schön. Gut, dass Sie hier sind. Dies ist ein schöner Ort, aber er ist abgeschieden. Das könnte der Grund sein, warum die Eden-Initiative ihn ausgewählt hat. Vor 2 Jahrhunderten haben sie hier einen Saatguttresor gebaut, um mittlerweile ausgestorbene Arten aufzubewahren. Dieser Tresor ist unser Ziel. Aber der Tresor ist nicht richtig gewartet worden und hat Lecks. Und er hat noch etwas Gefährliches aus der Vergangenheit mitgebracht. Wir möchten beide in den Saatguttresor, aber zuerst brauchen wir Forscher, die sich vor Ort mit den Funden befassen. Okay. Gut. Grapschen wir das dann mal gleich. Wir bauen eine Straße. Und wir bauen Wohnungen. Die natürlich sogleich. Genau. Was zu bauen und Essen brauchen. Hätte mich doch glatt gewundert. So, hier schließen wir gleich auf. Nicht so gut. Doch gut. Ich werde das nur ein bisschen verschieben. Ja, wenn das alles so einfach wäre. So. Okay, geht sich genau um eines nicht aus. Sehr cool. Hmm.
Gut, jetzt können wir vorsorglich die Straße bauen. Was ist denn das? Ah, ja. Ein zerstörbares Objekt. Gut. Ich brauche mehr Leute. Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Ah ja, was war noch? Genau. Das pflanzen wir gleich daneben. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Muss sie. So. Ich mach ja schon. Neue Baupläne verfügbar. Na, das geht aber flott. Ah ja, Energie und Transport. Hätte mich ja gewundert, Gut, Transport werde ich noch nicht brauchen. Energie. Energie brauche ich immer. So. Das passt mal. Perfekt. Und keine Sorge, der Vulkan in der Nähe wird nicht ausbrechen und ihre Siedlung begraben. Ich überwache. Wo ist ein Vulkan? Zur Sorge. Wir kämpfen gegen ein Virus. Den Sektor unter Quarantäne zu stellen, ist keine Option, denn wir beziehen Lebensmittel von außerhalb. Aber mit ihrem Raumhafen als Knotenpunkt sind wir auf der sicheren Seite. Oh Mann, ist das riesig. Okay. Jetzt kommt das hier ins Spiel. Okay, wir haben aber... Wo ist die Orangenplantage? Nein, das könnte ich doch hier hinpacken. Blödsinn. Ja, ich baue schon. Leute. Das ist ja echter Baustress. Warnung! Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Straße. Jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf die Gebäude.
Schon wieder? Neue Gebäudearten verfügbar. Okay. Wo? Nicht hier, mir scheint. Gut, da fehlen noch Leute. Was wird das hier? Trockenlegungsstelle. Sehr interessant. Ha, Material. Die Aufgabe verschwindet nicht, aber sie ist wie... Mhm. Und abgewürgt. So. Dann erweitere ich doch glatt die Straßen. Und das fröhliche Bauen kann weitergehen. Ein paar Arbeitskräfte fehlen noch. Ja, langsam wird's. Hm, 29 fehlen nur noch. Na bitte, wird schon alles bewirtschaftet. Ich muss trotzdem wieder zu meinen anderen Niederlassungen schauen. Okay, was ist hier? Ah ja, das dürfte der Tresor sein. 10, 9, 8. Fünf. Na komm schon. 4. 3. Du willst mich ärgern. Ich lass mich nicht ärgern. 2, 1. Juhu! Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Aha. So, ich schau mal schnell zu den anderen. Die sind vermutlich schon außer Rand und Band. Auf See muss man das Ruder immer fest in der Hand haben. Ebenso wie im Geschäft. Willst du in meinem Hafen nicht ein paar Aufträge annehmen? Sie werden gut bezahlt. Ja, mache ich bei Gelegenheit und vorher mache ich noch ein paar Kämpfe. Und bis dahin melde ich mich wieder ab. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und schaut wieder rein bei Anno 2205. Ciao!